Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. In der letzten Folge haben wir das kleine Lieferproblem von Bylord gelöst und jetzt sprechen wir mit Shipley. Schönen guten Tag, Shipley. Professor, Sie kommen genau zur rechten Zeit. Ich habe Ihnen etwas von Luke auszurichten. Er möchte Sie im kleinen Steinpavillon im Park weiter nördlich von hier treffen. Achten Sie darauf, dass Sie niemand beschattet. Meinen Sie den Park am Gehweg zwischen der Flatston Street und der Midland Road? Genau den. Dort wartet er auf Sie. Wieso sollen wir darauf achten, dass uns niemand beschattet? Ich habe den Eindruck, dass wir unter Beobachtung stehen. Jemand scheint uns zu folgen. Flora, hörst du zu? Ich bin mir sicher, dass diese Dinge auch für dich sehr interessant sind. Ja, ich bin ganz Ohr. Je weniger wir sind, desto schwerer wird es sein, uns zu folgen. Es wird dir zwar nicht gefallen, aber es wäre das Beste, wenn du im Hotel auf uns wartest, Flora. Was? Sobald wir mit dem großen Luke gesprochen haben, holen wir dich dort ab. Nein, ich komme mit. Aber Flora. Bitte, Professor, lassen Sie sie mitkommen. Wir sind auch ganz vorsichtig, versprochen. Ich kann nicht sagen, dass mir die Sache gefällt. Das wird schon funktionieren. Vielleicht ist Flora ja wirklich sicherer, wenn sie bei uns ist. Nun, das mag stimmen. Liebes, wir haben einige Dinge vor, die uns in ernste Gefahr bringen könnten. Bist du sicher, dass du uns begleiten möchtest? Natürlich bin ich das. Ich habe keine Angst. Prima, dann wollen wir mal los. So leid es mir auch tut, Luke. Dein Gourmetabend muss leider noch warten. Ach, das macht mir nichts, Professor. Appetit oder nicht? Wir dürfen den großen Luke nicht warten lassen. Dann nichts wie los. Okay, nichts wie los. Okay, jetzt können wir uns endlich wieder umschauen. Und jetzt schauen wir uns erstmal um, was Inspektor Chelmy sagt. Sieh da! Sieh die dubiose Gestalt! Schauen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede! Ich lese, wieso machen Sie sich nicht vom Acker? Hören Sie mal zu, Sie Kahlkopf. Ich vertrete die Autorität von Scotland Yard. Und ich verlange, dass Sie sich kooperativ zeigen. Scotland Yard? Hä? Da kriege ich aber Angst. Hier hat die Polizei seit Jahren keine Macht mehr. Keine Macht? Ihnen ist herzlich angeraten, sich die Person vor Ihren Augen genau anzuschauen. Der bloße Anblick dieser Fäuste macht kriminellen Subjekten Beine. Ist klar, Freund. Ruhig Blut. Kann mir jemand helfen? Der Psychopath hier rückt mir zu sehr auf die Pelle. Inspektor, beruhigen Sie sich. Ah, Luke. Nicht jetzt, Bub. Ich heize meinem suspekten Freund hier gerade gehörig ein. Inspektor, bitte. Ich bürge für den Mann. Er ist ein durch und durch ehrbarer Zeitgenosse. Oh, also ist er ein Freund von Ihnen, Layton? Na, wieso sagen Sie das nicht gleich, Mann? Ich lasse Sie laufen, Pappnase. Aber sperren Sie mal die Löffel auf. Ich sag's nicht zweimal. Danke, ich höre. Die Seele Scotland Yards ist unsterblich, selbst in solch gesetzlosen Zeiten wie diesen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe eine Ermittlung zu leiten. Guten Tag, Layton. Puh. Danke, dass Sie mich vor diesem Wahnsinnigen gerettet haben. Was war denn mit dem los? Und was hat es mit diesem ganzen Scotland Yard-Gerede auf sich? Oh, der Inspektor wollte Ihnen nichts Böses. Ihm drückt zurzeit bloß etwas aufs Gemüt. Jetzt ist er verschwunden. Na klasse. Und Bell ist wieder da.
Schau doch mal wieder vorbei und gib deinem Goldschätzchen einen Kuss. Ich warte hier auf dich. Nee. Okay, noch eine Frau. Bertha. Welch angenehm frische Brise. Ach, wie gerne würde ich jetzt mit meinem Mann ein Picknick machen. Die hat uns nichts Neues zu sagen. Gehen wir weiter. Fahren wir nochmal zu Professor Schrader. Dr. Schrader, genau. Vielleicht gibt es ja da noch ein paar Rätsel, die inzwischen dazugekommen sind. Kann ja alles sein. Wir gehen erstmal zu den verdächtigsten Stellen. Und zwar erstmal wieder nach hinten. Vielleicht gibt es am Leitmobil ja was Neues. Okay, damit gibt es also hier noch nichts. Dann gehen wir wieder rein. Sprechen wir mit ihr, Natalia. Oh, ihr seid's wieder. Wollt ihr noch jemanden besuchen oder fehlt euch selbst etwas? Wenn ihr eine Impfung braucht... Natürlich, das haben wir schon gelesen. Nein, 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 wir brauchen keine Impfung. Bla, 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 bla. Okay. Gehen wir weiter zu Dr. Schrader. Der ist nicht da, also können wir das ja auch vergessen. Gut. Dann verfolgen wir mal unsere letzten Schritte. Wir sind ja Richtung Casino gegangen. Halt. Wir wollten zur Flatson Street. Yeah. Genau. Wenn ich eins gelernt habe aus den letzten beiden Let's Plays, dann, dass man sich richtig viel Zeit dafür lassen sollte. Okay. Man kann hier nach rechts. Genau. Hier war doch irgendwo... Genau, hier war die Statue und der Typ da. Eines Tages werde ich Professor für Rätselkunde. Summa cum laude. Seht euch bloß vor. Raleigh hat uns nichts Neues zu sagen. Der kleine... Ach, hat er uns vielleicht noch ein Rätsel zu geben? Im Leben gibt es Höhen und Tiefen. Das ist nun mal so, aber ein echter Mann steht jede Drangsal durch. Okay. Wenn es hart auf hart kommt, muss man eben die Ohren steif halten und den Stier bei den Hörnern packen. Hier ist ein Rätsel für kühle Köpfe. Damit sind sie für jeden Konflikt gewappnet. Also doch ein neues Rätsel. Rätsel 60. Erbschaftswirrwarr. 40 Pikarat. Ach du Dreck. Vier Geschwister haben ein Stück Land geerbt, auf dem sich jeder bereits ein Häuslein gebaut hat. Der Rest des Grundstücks soll in gleich geformte Stücke zu jeweils 6 Quadraten aufgeteilt werden. Jedes Teilstück soll an den Brunnen grenzen und eines der Häuser beinhalten. Wenn du das Land aufteilst, auf wessen Stück ist dann der Stern? Kreise das Haus des Erben A, B oder C bzw. D ein und berühre Antwort. Okay, zu gleichen Teilen. Zu gleichen Teilen auch noch. Verdammter Dreck. Ja. Alles soll an den Brunnen enden. Nur klar, jetzt noch schwerer oder was? Das hält man doch. Sechs Quadrate. Boah, sechs Quadrate, wie soll man denn das machen? Und es soll alles angrenzen. Okay. Sechs Quadrate, oh meine Güte. Wenn man erstmal wüsste, wie diese Dinge aufgeteilt werden müssten. Sechs Stücke. Sechs Stücke, okay, machen wir mal Notizen. Was kann man... Ach, verdammt. Sechs Quadrate, was kann man alles für Formen damit machen? Eins, zwei, drei, vier... Ne, es sind schon sieben. Okay.
Das wären... Doch, das wären 6. Verdammt. So. 6. Wird es klappen? 1, 2... Das klappt also schon mal nicht. Was kann man denn noch für Teile machen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das wäre noch eins. Ein T. Das geht schon mal gar nicht. Liebe Leute, ich mache mal eine kleine Pause und versuche noch ein paar andere Formen herauszufinden. Bis gleich. Wieder da. Liebe Leute, es gibt unsagbar viele Kombinationen mit diesen 6 Teilen. Aber ich glaube, ich habe es herausgefunden. Ich muss euch einfach mal zeigen, welche ich jetzt hier herausgefunden habe. Und zwar muss ich erstmal wieder einen Stift wählen. Genau, ich habe nämlich hier schon einiges eingetragen gehabt. Und die dann mal auf einen Zettel kopiert. So, und zwar passt diese Form am besten, würde ich mal sagen. Schaut euch das doch mal an. Also 4 und 2 am untersten. So, das wären 1, 2, 3, 4 und 2 nach rechts, da wäre der Stern drinne. 1, 2, 3, 4 wäre B drin. Und es würde an den Brunnen angrenzen. Dann C. Oder habe ich mich vertan? Nein. C. 1, 2 und dann hier die 4. Und D wären hier die 4 und hier nochmal 2. Also würde es auch angrenzen. Also nehmen wir doch einfach mal A. So sollte es stimmen. Ganz wie ich vermutete. Ja. Gut abgegrenzt. Der Stern befindet sich auf dem Grundstück von A. Die genaue Aufteilung kannst du oben sehen. Rätsel Nummer 60. Erbschaftswirrwarr ist im Rätselindex spielbar. Klasse, ein kühler Kopf meistert nun mal jede Knobelei. Kolossale Knobelleistung. Und hier ist erstmal eine kleine Pause angesagt. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.